Grüezi Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Day of the Tentacle. Ja, im letzten Part haben wir etliche Sachen bei Bernard aufgesammelt und haben Hoagie schon ein paar Sachen geschickt. Und wir sind jetzt dabei, Laverne von dem Baum zu befreien. Wir haben im letzten Part auch noch die Kumquats rot angemalt und müssen jetzt George schon dazu zu bringen. Entschuldigung. Die Dinger rot, den Baum zu fällen. Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Am Sinieren, über die großen Wahrheiten, Nun? Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Niemals. Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du sehen kannst, Oh, du ahnst es nicht. Da draußen steht ein Kirschbaum. Tja, dann lass uns das Ding mal umhauen. Jawohl, George. Leg los. Bam! Ich sagte, komm da sofort runter. Versuch es zu verstehen. Ich stecke hier fest in diesem... Plum. Arme Laverne. Voila. Du bist schon ein echter Mann. Ja, ich weiß. Ja, George Washington ist schon ein echter Mann. Ja, und jetzt können wir auch Laverne spielen. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Wir müssen erst noch ein paar andere Sachen machen. Und zwar gehen wir nochmal hier rein und benutzen den Zettel mit der Vorschlagbox. So. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George. Wenn du meinst... Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh, hier ist ein Vorschlag. Da steht... George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Jawohl! Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja, es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Niemand? Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? Peng! Jawohl. Jusak stand auf dem Staubsauger. Ja, und jetzt gehen wir endlich mal zu zum Red Edison. Hallo. Hey. Was gibt's? Du kommst mir... Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Was erfindest du? Das ist ein komplexes Metallgerät, um den Papierverbrauch zu reduzieren. Ein Computer? Was erfindest du? Das ist ein komplexes Metallgerät, um den Papierverbrauch zu reduzieren. Na gut, okay. Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. Ja, bei dem können wir uns anstellen lassen. Und zwar müssen wir ihm das Hilfegesuchsschild geben. Was ist das?
Gesucht? Fleißige Aushilfe? Genie helfen? Nun, ich bin das einzige Genie hier. Und du siehst dumm genug aus. Also, nimm deinen Arbeitskittel und geh an die Arbeit. Jawohl, jetzt kriegen wir nämlich den Laborkittel. Den brauchen wir. Voll mit Plänen und Müll. Plänen und... Stopp. Wir können uns doch den Linkshänder nehmen. Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Ich habe ihn erfunden. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. Genau, den brauchen wir nämlich. Und zwar, um die Söhne ein bisschen zu veralbern, sozusagen. Aber nicht bösartig. Ah, halt, hier sind wir falsch. Hier sind wir auch falsch. Na, wo sind denn die? Ah, da sind sie, glaube ich, oder? Genau. Und zwar müssen wir jetzt den Linkshänderhammer mit dem Rechtshänderhammer vertauschen. Zack, zack. Und jetzt, wundersamerweise, kann er nicht mehr damit umgehen. Oh nein. Ich hab's verlernt. Oh. Wo ist nur die Muse hin, die einst meine Hand so künstlerisch führte? Muss die Inspiration so flüchtig sein? Kunst so grausam? Oh. Ich bin ein Versager. Sag das nicht nett. Vater hatte recht. Wir Edison sind Wissenschaftler, keine Künstler. Lieber Bruder, wir müssen stark sein in diesen Zeiten der Missgeschicke. Warum lässt du mich nicht einfach mal eine Weile hämmern? Ich räume diesen Müll weg und fange neu an. Du ruhst dich aus, trinkst einen Cappuccino. Ich bin froh, dass wir getauscht haben. Ich glaube, das könnte etwas werden. Das glaube ich auch. Und jetzt? Blam. Das ist schon seltsam. Okay. Ja, nun haben wir wieder etwas benutzt. Ach ja. Und wir müssen das Textbuch Hogi schicken. Denn mit dem Pferd. Hi Pferd. Selber hi. Ups, du kannst ja sprechen. Hey, das kannst du auch. Was für ein Zufall. Ich dachte, Pferde könnten nicht sprechen. Pferde könnten nicht sprechen. Vielleicht wollten sie auch nur nie mit dir reden. Schon mal daran gedacht? Du meinst, die Pferde haben mich mein Leben lang reingelegt? Wenn du es so formulieren willst. Ist das eine Art Trick? Keine Magie. Ich bin nur ein Pferd. Nette Zähne. Nette Zähne. Danke. Ich habe auch viel dafür gezahlt. Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Hey, ich wohne hier. Was willst du hier? Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Die Zukunft, ja? Und ich dachte, Franklin wäre verrückt. Nun, ich muss gehen. Bis später. Ja, den können wir jetzt, wie schon in der Geschichte, der Sektbuch benutzen, um das Pferd einzuschläfern. Der LALR-Übersetzer ist wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare elektrische Struktur. Wenn die Einzelteile NP komplett sind, kann der Krungo-Faktor ignoriert werden. Bla 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 bla. Ja, und so. Und so bringt man ein Pferd zum Einschläfern und so kriegen wir seine Prothese. Yay! Okay. Jetzt müssen wir uns nochmal nach unten begeben. Und zwar in die Küche, genauer gesagt. Müssen wir den Eimer mit Wasser füllen. Plop. Dann benutzen wir logischerweise die Seife. Das Wasser ist jetzt seifig. Jawohl. Und wir müssen uns ein bisschen als Autowäscher betätigen. Ich glaube, es ist irgendwie verankert, dass Seifenlauge irgendwas mit Wetter zu tun hat.
Dementsprechend, dumm-di-dumm. Zieht jetzt ein Gewitter auf. Tja. Sieht nach einem großen Sturm aus. Mhm. Das ist der Grund, warum ich mein Auto nie wasche. Genau, jetzt kommt nämlich... Hey, Ben. Benjamin Was Franklin. Willst du? Wo gehst du hin? Was ist mit deinem Experiment? Auch die Wissenschaft wird manchmal durch den Regen aufgehalten, mein Junge. Aber wie willst du jemals einen Blitz einfangen, wenn du bei Sturm ins Haus gehst? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Die Wissenschaft der Elektrodynamik ist offensichtlich ähnlich wie dein Gehirn. Es steckt noch in den Kinderschuhen. Zurück zum Zeichenbrett. Genau, zurück zum Zeichenbrett. Was für ein Genie. Jawohl. Ja, wir müssen jetzt aber Benjamin Franklin noch dazu bringen, dass er da rausgeht und sein blödes Experiment macht. Erstmal geben wir... Chateau de Chapeau, 1775. Genau, erstmal geben wir die Weinflasche dem Thomas Jefferson. Danke, das ist genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Ich vergrab sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte sicher. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Hui. Genau. Genau, so und jetzt... Müssen wir... Moment, lass mich mal überlegen. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, das erstmal zu Laverne. Juhu! Lasst mich hier raus! Ich habe nichts getan! Ha! Irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder? Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Besitzer? Niemand besitzt mich! Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Verdammt sei Dr. Fred! Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. Yeah! Dr. Fred? Sind Sie das? Was? Du spinnst! Es gab keinen Fred in der Edison-Familie seit 200 Jahren. Der letzte Fred war eine Schande für die ganze Familie. Nicht zu vergessen für die ganze Menschheit. Also, wer sind Sie dann? Also, wer sind Sie dann? Ich bin Seth Edison. Das ist meine Frau Sedna und mein Sohn Fett. Schön, euch zu sehen. Aber wo bin ich hier? Wo bin ich? Du bist in dem einst stolzen Haus der Edison-Familie. Wir waren einmal die Herren dieses Hauses, so wie die Menschen mal die Herren der Erde waren. Jetzt sind wir die Sklaven. Die Haustiere! Und ziemlich schlechte, darf ich hinzufügen. Oh, verzieh dich, du verzogener Nachtschwärmer! Wie komme ich aber hier raus? Wie komme ich hier raus? Wenn ich das wüsste, meinst du, ich wäre dann hier? Wie war das mit der Menschenshow? Wie war das mit der Menschenshow? Es ist eine Farce. Genau das ist es. Diese schleimigen Tentakel stecken Menschen in kleine Kostüme, machen schreckliche Dinge mit ihrem Haar und zwingen sie dann dazu, ihre grässlichen Talente unqualifizierten Preisrichtern vorzuführen, die Wochen vorher bezahlt wurden. Durftest nicht mitmachen, was? Sie meinten, Makramee wäre kein Talent. Diese schleimigen Riesenwürmer. Ich hab das gehört. Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin nur ein Mensch. Tja, weißt du, was Sedna zu sagen hat? Ich glaube, die beiden betrügen. Rede mit Sedna? Lieber nicht stören. Sie betrügen sich gerade. Ah, okay. Aber wir können ja mit dem Tentakelwächter reden. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich will hier raus. Ich will hier raus. Das ist eine Verletzung meiner Rechte. Rechte? Du bist ein Mensch. Du hast keine Rechte. Aber okay. Ich muss mal für kleine Tentakel. Haha, der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. Jawohl, jetzt können wir uns wenigstens mal ein bisschen hier umsehen. Und zwar benutzen wir den Stecker. Ich werde wohl ein längeres Kabel brauchen. Ach so, ja genau. Wir brauchen... Berner muss das Messer kriegen.
Okay, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich weiß noch, dass sie das Tippex braucht. Okay, ja. Wir gehen erstmal nach oben. Genau, so. Und wir machen jetzt erstmal was sehr Brutales. Wir erstechen den Clown. Dieses fiese Grinsen. Okay, ich weiß noch, dass wir irgendwie das austauschen müssen, aber ich bin mir nicht sicher, wie. Ach ja, doch, ich weiß es wieder. Tentakel hilft, es macht zurück. Bürgermeister gratuliert, Pupu-Held. Okay. Na gut, okay. Du brauchst die Zähne. Ich benutze das Chrono John. Ja, genau, benutze es mal. Genau, und dann brauchst du es. Okay, du brauchst außerdem noch die Spaghetti. Öl. Wer brauchte denn das Öl? Salatöl. Okay. Da bin ich mir gerade nicht sicher, wer das braucht. Plastikkotze brauchte auch sie. Denn sie braucht den Lachkasten. Okay. Ja, okay. Ich habe meine nächsten Schritte gerade geplant. Wir gehen mal nach oben. Und, ja, genau, gehen hier hin. Und jetzt müssen wir etwas Fieses machen. Wir drücken mal Schwester Edna. Juhu! Weil wenn wir die Statue nicht geändert hätten... Wie sagt man so schön? Wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen. Genau. Weil wenn wir die Statue nicht geändert hätten, dann hätte sich hier sie sich an dem Arm festgehalten und unsere ganze Aktion wäre für den Poppers gewesen. Jawohl. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, mussten wir die Brechstange mit dem Automat verlegen? Ja, mussten wir. Plupp. Yay. Geld. 1968. 1974. Oh, 1977. Yay. Später am Tag. Viel, viel später. Jawohl, wir brauchen diese vielen Münzen für später. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut und wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir versuchen, weiter die Welt zu retten. Also Leute, bis dahin. Tschüss.